sexueller Übergriffe vor Gericht. Erst vor einem Monat sprach ihn das oberste australische Gericht von diesem Vorwurf frei. Im Gericht heißt es, Fell habe insbesondere von den Übergriffen eines Kollegen gewusst, der wegen Hustertas solcher Fälle verurteilt wurde. Hell bestritt in einer Stellungnahme zum Bericht erneut, er sei ein Mitwisser gewesen und habe bei der Vertuschung geholfen. 9619 Punkten. Schlafst du eigentlich? Hä? Euro gehandelt, der Dollar zu 97,57. Und das Wetter, heute und morgen scheint beidseits der Alpen die Sonne, heute ist es oft wolkenlos, morgen gibt es hohe Wolkenfelder. Die Kellwolken über den Bergen sind morgen sahen, wir liegen bei Frühsommer in Warmen 20 bis 25 Grad. Ja, sicher. Nachrichten von Radio SRF.